diversen Händlern und bei Steam natürlich. Mit dabei ist Vivaldo. Was ist los? Was? Wir freuen uns schon alle mega drauf. Ja, wir freuen uns schon drauf. Ich habe auch noch nichts gesehen vom Spiel. Es gibt ja schon ein Gameplay-Video direkt von Urban Games. Ich habe allerdings das Video noch nicht angeguckt. Ich möchte mich hier völlig frei in das Spiel reinfummeln. Wir gucken jetzt wie immer erstmal die Einstellung an, was man so einstellen kann. Und dann hüpfen wir mal in ein freies Spiel und gucken, was so losgeht. Auflösung klar. Wie weit kam er? Bis 4K. Okay, das ging beim alten. Doch, beim alten ging es, aber beim Train Fever ging es nicht. Da ging es nur bis Full HD, glaube ich. Kann schon sein, ich habe keinen so groß. Ich auch nicht. Müsste jetzt den Fernseher anklemmen. Hier hat man dann natürlich, je nach PC, kann man hier dann einstellen, was man möchte. Das war schon alles eingestellt. Ich verändere auch nichts. Lass es einfach mal alles so. Okay, es geht auch nicht höher. Mehr kann man nicht einstellen. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Okay. Dann Audio. Wir machen auf jeden Fall die Musik mal ein bisschen leiser. Ja. Ja, machen wir alles ein bisschen leiser. War es kurz weg? Warum eigentlich? Ah! Der Ton von Train Fever ist auch immer noch da. Dieses. Okay, jetzt ist die Musik ganz aus. Okay, kann man auch auslassen. Dann kann man hier die Steuerung noch anpassen: Scrollrichtung invertieren, Drehrichtung invertieren, Drehrichtung invertieren, Tasten, Kippen invertieren. Okay, da kann man alles. Invertieren, Mausradempfindlichkeit, dann kann man hier diverse Tasten zuweisen. Okay, das ergibt sich dann im Spiel, welche Taste man noch braucht. Ich spiele es meistens einfach immer mal so. Und wenn ich dann neue Taste brauche, dann tue ich die mir belegen. Wobei man wahrscheinlich auch alles mit der Maus erreichen kann. Nur ja, halt genau. Mit ein paar also. Klicks mehr wahrscheinlich wie mit der Taste dann. Das Wichtigste ist ja eigentlich diese Linienführung. Und das ist, welcher Zug wo lang fährt. Ja. Das ist somit das wichtigste Fenster. Oberfläche, Skalierung 100%. Zahlenformat. Also das ist wahrscheinlich mit und ohne Komma. Meter, kmh, das kann man dann hier einstellen, wie man es braucht. Okay. Veraltete Benachrichtigungstext. Fahrzeugfenster beim Kauf öffnen? Nie. Okay. Ach so, das ist klar. Ah, okay. Autosave kann man dann noch hier einstellen. Anzahl zu behaltene Spielstände kann man auch noch einstellen. Hardware-Mauszeiger, bla 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 bla. Kameratool aktivieren. Nee. Wir lassen mal alles so, wie es ist und dann. Werden wir sehen, wo uns das hinführt. Und ja, und auch erstmal sehen, wie wirklich stabil das ist, ne? Genau. Also es ist noch, okay, wenn man auf Anwenden drückt, startet das Spiel immer neu. Auch wenn man nichts... Da muss man sich manuell machen. Das ist schon mal, finde ich, ganz cool. Auch wenn man es nicht, auch wenn man nichts ändert. Ich habe nichts geändert jetzt. Einfach nur durchgeklickt. Aber es ist wahrscheinlich einfach so ein... Das können wir ja noch mal. Es ist ja noch, die Aufnahme entsteht mit, soll man sagen, mit der Beta-Version. Ich weiß es nicht, unten steht ja, Bild 26594, es ist noch die Beta-Version. Also die Alpha war schon. Alpha war schon, ist ich sag jetzt mal Beta, es ist ja noch nicht veröffentlicht, ich sag jetzt einfach mal Beta-Version. Vielleicht wird es ja noch geändert, wenn man nichts ändert, dass wenn man auf Anwenden klickt, dass man dass das nicht neu startet. Wobei dieser Neustart ja 3 Sekunden dauert. Genau.
So. Wie man sieht, ist wieder alles dabei. Flugzeug, Bahn, LKW und Schiff. Und es gibt wieder eine Kampagne. Glasfreies Spiel, Spiel laden, Karteneditor und beenden. Und die besagten Einstellungen von gerade eben. Wir hüpfen jetzt einfach mal ins freie Spiel. Und sehen, dass wir drei unterschiedliche Kartenvarianten zur Verfügung hat. Einmal normal, würde ich mal sagen, oder europäisch. Wüste. Und Tropical. So, jetzt kann man da einstellen, wie hügelig das Ganze sein. Was? Ja, mach doch weiter. Jetzt kann man da einstellen, wie hügelig der ganze Sachen hier sein sollen, wie viel Wasser und wie viel Wald es geben soll. Und dann kann man hier noch den Code eingeben, den man, wenn man jetzt auf einer Karte was probiert und möchte die aber genau so widerspielen und was anderes probieren, dann muss man sich diesen Code aufschreiben und dann ist die Karte genauso wie vorher. Nicht wahr? Ja, genau. Da kann man alles Mögliche eingeben. Genau, man kann jetzt... Total wirres Zeug oder was weiß ich, Baum. Genau. Ist total egal. Man muss sich das halt nur... dann aufschreiben oder merken halt, was man da eingegeben hat, und dann kann man verschiedene Spielweisen auf genau derselben Karte ausprobieren, weil die Städte, Industrien, das ist dann... Gelbe sind Industrien, ne? Genau. Das da. Genau, es hat vier Städte jetzt hier. Das ist eine kleine Karte, ne? Hier steht genau. Er da. Guck mal, das kann man hier noch einstellen. Klein, mittel, groß, sehr groß. Dann kann man noch einstellen, ob quadratisch oder nicht. Das ist cool. Das habe ich immer auf jeden Fall eigentlich gemacht, weil man auch richtig schön lange Linien ziehen kann. Ja, man kann jetzt hier 1 okay, zu 3, dann ist er halt lang. Ja, das fand ich immer ziemlich cool. Dann kann man noch einstellen, wie viel Industrie, das ist Mittel, das ist doch schon voll viel. Wie viel hat es denn dann, wenn man das auf... Nee, ich glaube, das ist... das waren die Städte. Ist. Nee, das waren die Städte hier, guck mal. Jetzt habe ich 2, 4, 7 Städte. Und da waren es 4. Ja, hier ist Industrie. Jo! Oh. Da hast du gar keinen Spielbass mehr, wenn du alles in der Nähe hast. Ja, genau. Ne, wir lassen es mal so. Wir lassen alles auf Mittel und die Karte auch klein. Ach, hier unten steht es ja auch. Guck mal, 8x8 Kilometer, 4 Städte, 32 Industrien. Ja, 8x8 und 4 Städte ist ganz schön. Wie viele Industrien? Okay, da habe ich 54 Industrien. Okay, und was wäre, wenn ich jetzt sehr groß mache? Okay, jetzt doppelte 16x16 Kilometer. Das ist bestimmt bei länglich 32. Alter, 129 Industrien. Haben es aber nicht übertrieben, ey. Krass, und was ist, also, wenn ich jetzt... Vielleicht braucht man das ja, werden wir ja gleich sehen. Ja, was ist, wenn man jetzt 1 zu 3 macht? Okay, dann ist es 9 mal 27 Kilometer. Also die Grundfläche bleibt dieselbe, sie ist nur lang. Ja. Oh Gott. Guck mal die Industrien an. Was ist denn, wenn man das auf sehr hoch macht, dann kannst du gar keine Linie mehr ziehen. Nee. Boah. Ist ja mehr gelb als grün. Okay, das ist natürlich echt krass. Das ist heftig. Aber das kann man auch mal probieren. Da kannst du aber bestimmt die Industrien richtig geil verbinden. Ja, du hast nicht so lange Wege. Klar, du kannst wahrscheinlich jede Industrie in jeder Stadt einzeln verfügen und musst sie nicht miteinander verbinden. Genau, wir spielen jetzt aber, wir haben gesagt, wir machen, nee, mal klein war das, ne? Ja, wollte ich sagen, wegen der Performance. Schauen wir mal, genau. Da ist jetzt nicht so viel los auf der kleinen Karte. Klein, mittel, mittel. Wir nehmen europäisch, sage ich jetzt einfach mal dazu. Also, ja. Mehr kann man auch gar nicht einstellen. Ja, muss ja auch nicht. Eine Karte spielen. Was ist das denn? Mal drauf. Ah, okay, das sind Mod-Karten. Ah, okay, alles klar. Ja, aus dem Workshop wahrscheinlich irgendwann mal. Genau. Oder wenn es halt, vielleicht gibt es mal ein DLC oder so. Karten-DLC, das gab es ja beim Train Fever, wo es die amerikanische dann gab? Nee. Da gab es doch dieses Amerika-DLC dann. War das nicht Transport? War das schon Transport Fever? Nee, ich meine, das war Train Fever.
Oh, das ist schon eine Weile her, mein lieber Mann. So, wie man sieht, hat sich der Fluss jetzt verlegt, weil der ging nämlich gerade mittendurch. Ach, guck mal, wir haben einen anderen Buchstabencode jetzt. Ja, nicht mal E, ne, E-N-E war das. ein großes N. Ah, stimmt. Siehst du, jetzt haben wir genau die gleiche Karte wieder. Haben wir das auch schon getestet? Haben wir das auch schon bewiesen, dass dann genau die gleiche Karte mit genau den gleichen Positionen der Städte und der Industrie wieder rauskommt? Dann drücken wir uns einfach mal auf Weiter. Ah, guck, jetzt können wir hier noch auswählen, die Fahrzeuge. Das ist ja geil. Europäisch, amerikanisch oder asiatisch? Wir nehmen natürlich mal europäisch. Ja. Einstellung kann man ja nichts. Benutzerdefinierte Spieleinstellung verwenden. Ah, okay. Das kann man jetzt noch einstellen. Okay. Fahrzeuge können No Costs. Okay, Sandkastenmodus. Das ist automatisch Ich glaube, dabei, wenn man oder? freies Spiel macht. Nee, es ist ja nicht Ach so, aktiviert. nee, kann man auch anmachen. Ach so. Ja, aber die sind automatisch da, weil die sind ja vom. Naja, Von. die sind von Open Games dabei. Genau. Halt hier, was man alles zerstören kann, was man will, unendlich Geld hat. Genau, das ist halt, wenn man irgendwie was probieren Kostenbeherrschung. will. Immer. Und dann klar, im Workshop wird es dann noch weitere Mods geben. Und Oder mehr. einige viele mehr. Genau. Jetzt kann man hier Ich unten schätze mal noch. schon 300. Ja, Mods gibt es schon. Also da gab es ja für Train Fever schon richtig viele. Jetzt kann man hier unten das Klima einstellen. Die Geh mal drauf. Fahrzeuge. Ah ja. Gut, da kann man jetzt. Aber klar, wir haben ja die europäische Karte ausgewählt, in Anführungszeichen. Ja, Dann macht es ja keinen das. Sinn, wenn das Klima jetzt trocken ist oder so. Genau, Städtenamen europäisch, da kann man dann wahrscheinlich. Ah, okay. So, ordentlich was eingefügt hier. Ah, guck mal, da kannst du sogar nur Deutsch. Machen wir mal Deutsch. Umgebung. Ja, lassen wir auch Gemäß ist das, so. lassen wir mal alles so. Die Mods lassen wir aus. Fahrzeuge. Ach so, okay. Dann wird die Option hier komplett rausgenommen. Jetzt kann ich das nicht mehr auswählen, weil ich das ja hier ausgewählt habe. Hier. Standardmäßig sind es nicht nur Städte da im Deutsch, sondern alle. Genau, Weil du europäisch. hast ja, und Ich habe europäisch jetzt hier nimmst du das. Deutsch, genau. Das haben wir so gelassen. Jetzt kannst du hier noch alle Fahrzeuge. Ja, auf jeden. Oder? Wollte ich schon sagen. Ja. Oh ne. Raums erstes Spiel. Ist egal. Ja, gute Errungenschaft. Ja, egal. So, dann speichern wir hier das Ganze. Wir machen einfach und 1850. Früher geht nicht, gell? Nee. Ne, es ist immer das früheste, genau. Dann drücken wir auf Start. Der typische Startton, den man von Train Fever noch kennt. Oh, ich bin jetzt echt mal gespannt. Erster Start. Also erste. Sehr schönes Bildchen, oder? Ja, cool gemacht, der Hafen. Oh, Gefällt hier. mir. Erstmalige Texturkompression. Ach du lieber Gott. Okay. Ging schnell. Oh, das sieht schon mal deutlich anders aus wie Transport Fever Teil 1. Und Train Fever. Wir sind auf. Wir machen mal Pause. Ja, sonst gehen ja die Tage flöten. Es sieht schon mal von oben so. So richtig, soll man sagen, wie so eine topografische Karte aus. Wie so eine Landkarte. Guck mal, ey. 5 Millionen hast du, so viel. Ja, weil ich einfach gemacht habe. Okay. Ich denke, wenn man das schwer macht, dann ist dein. Hast du vielleicht. Ich glaube, da hast du eine Mille. Ja, schwer ist echt schwer gewesen. Schwer war Falsch heftig, ja. angefangen hat. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier so ein bisschen. Also klar. Die Standardbedienung, ne, Pause, Vorspulen oder schnell laufen lassen, die sind klar. Dann haben wir hier, das ist der Linienmodus.
Dann haben wir hier die Fahrzeugübersicht. Dann haben wir hier die Bahnhofübersicht. Dann haben wir hier die Städte. Ach, guck mal, Künzelsau. Geil. Ist bei mir hier um die Ecke. Dann sieht man hier die Städte und was sie brauchen. Oh, hier, Versmold. Wachstum minus 50%. Ne? Das fängt ja schon mal super an. Und dann haben wir hier hinten noch die Industrien. Die Fenster sind natürlich auch verschiebbar. Sind die jetzt auch vergrößerbar? Ah, guck mal. Ja, sehr nice. Das ist ja endlich mal... Sehr schön. Das ist cool. Und auch in die Richtung. Ah, das ist cool. Bleiben die dann auch so? Warte mal. Sehr schön. Cool, hier sieht man dann natürlich, was die brauchen, die Industrien, um ihre Produkte herzustellen. Und wie groß die schon sind. Also die sind schon recht, also teilweise schon richtig erwachsen hier mit 400. Aber das liegt natürlich auch am einfachen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, wenn du auf schwer spielst, dann sind die alle bei 100. Wenn überhaupt. Weniger wie 100. Ach doch, 50 gibt's noch, oder? Achso, du meinst auf der rechten Seite, ne? Ja. No, weiß ich gar nicht mehr. Was ist so lange her, ey. Wir gucken mal. Okay, sieht man nicht. Na doch, es geht schon noch weiter runter, weil guck mal, im Level ist schon gestiegen. Ja. Ja, ja, aber ich glaube, jeder fette Balken ist einmal 100. Was will ich mal? Das ist jetzt ein anderes Fenster. Achso, okay. Ja, die hat schon 400. Ah, stimmt, hier sind die Balken weg, hier oben. Mhm. Warte mal. So ein dicker Balken ist jeweils 100. 100, 200, 300, 400. Genau, 100, 200, 300. Ja, stimmt. Ja, aber dann geht's ja theoretisch. Geht's bei 100 los, genau. Ja, stimmt. Okay. Aber 400 finde ich jetzt, ja gut. Das heißt wahrscheinlich dann in Zukunft, dass du nicht aus einer Produktion drei Städte beliefern kannst, wenn es nur bis 400 geht. Ja, ich weiß nicht, ob man die... jede Stadt den Spaß einzeln machen darfst. Eventuell kann man die ja... upgraden. Na, hier 400 hinaus, ja, wahrscheinlich dann nur mit Mods. Auch immer, wie links, wie groß die Industrie ist da, die gelbe links. Oh, hier, ja. Bauernhof. Groß, huch. Hoppla. So weit wollte ich jetzt nicht ran. Aber es ist schön gemacht hier mit den Steinen, ne? Ja, super. Komm, wir gehen mal in den Wald und gucken mal. Oh, ja. Schön detailliert. Keine Windbewegung, aber das ist jetzt auch nicht. Achso, ich habe ja auch Pause gedrückt, warte mal. Ja, es geht doch ein bisschen ins Detail am besten, ja. Windbewegung gibt's keine, aber Vogelgezwitscher. Aber hier, guck mal, oh, das Gras. Man erkennt auch Gras, das hier wächst. Ja. So, die ist richtig groß. Ist ja krass. Vielleicht kannst du sogar die Felder editieren. Nee. Nee? Nee, kann ich okay. Nicht. Aber guck mal, hier sind Rinder, oder? Ja, Rinder, Schafe. Ja, für jeden was dabei. Ja, verschiedene Getreidesorten. Hier ist ein braves Feld, hier auch. Da auch. Oh, hier ist nochmal eine Riesenrinde. Oh, ja, hier ist richtig was los. Hier ist Getreide drauf. Ja, genau. Ist bestimmt einfach Weizen. Ja, krass. Ah, der hat bestimmt 400, oder? 200! Okay. Oh, krass. Wenn die ändern sich aber die Gebäude. Wenn die natürlich. Ah, guck mal, der hat auch keinen Balken mehr. Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, ich glaube, das ist einfach noch zu früh. Also lass mal ein bisschen spielen dann einfach. Ja, genau. Dann werden wir sehen, ob die noch besser werden. Aber es ist natürlich cool, dass die so expandieren dann auch, wenn sie größer werden, ne? Weil ich kann mich noch dran erinnern, bei Transport Fever oder Train Fever waren ja nur diese Grundgebäude, die sich geändert haben. Und nicht die die Felder außenrum. Also die benutzte Fläche.
könnte mir, was natürlich cool also wäre. Ich kann mir gut vorstellen, dass du da rechts und links und oben unten noch ein bisschen was dran bauen kannst, irgendwann, wenn du höhere Stufen erreicht. Ja, oder es wird halt automatisch dann. Ja, wie beim Bahnhof, weißt du? Ach so, okay. Das gucken wir uns ja später an. Ja, oder es wird halt selbstständig dann angebaut. Ja, wenn man dann sehen. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, ist, wenn man jetzt hier eine Bahnlinie baut und dann hier die drei Felder wegrasiert, dass die Produktion dann nach unten geht. Ja. Weil man ja Fläche klaut. Also da muss man dann auch drauf achten. So, jetzt würde ich mal sagen, wir fangen jetzt hier irgendwo mal an. Die ganzen kleinen Asteroideneinschläge auf der Wiese. Es sieht aus. Überall so gelbe Punkte. Na hier, meinst du diese... Ich finde die gelben Punkte ein bisschen zu viel. Ja, das ist echt ein bisschen... Oh, aufs Verhältnis gesehen ist es schon richtig, aber es sieht irgendwie... Ja, aber guck mal, das sind einfach so trockene Grasflecken. Ja. Das soll einfach nur so ein bisschen... Real life. Genau. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns... Ja, genau. In der nächsten Folge wieder und dann werden wir mal anfangen zu bauen und gucken, wie sich das Spiel so verhält. Bisher läuft es ja recht flüssig und wir haben ja auch nichts gebaut. Genau. Dann sage ich mal Tschaußen und bis zur nächsten Folge.